Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Daniela Schmuhl. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen und des Abgeordnetenbüros Linksnet zu unserer heutigen Auftaktveranstaltung mit dem Titel Standortbestimmung autoritärer Kommunismus als Ausweg aus der linken Krise. Wenn ich wegen der Maske schwer zu verstehen bin, gebt mir gerne ein Zeichen, dann spreche ich noch mal ein bisschen langsamer und ein bisschen näher ans Mikro ran. Die Veranstaltung heute beschäftigt sich im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Goodbye Stalin, wieder den autoritären Kommunismus, mit einem Rückblick auf die Auseinandersetzung innerhalb der linken Bewegung, aber auch der Partei Die Linke mit dem Stalinismus als System. Mit mir auf dem Podium, wir werden es euch gleich noch näher vorstellen, begrüße ich zum einen meine Mitmoderatorin Juli und die beiden Referenten heute Abend, Anne Seeg und Dr. Wladislav Hederler. Hi, ich bin Juli, ich bin im Linksnet tätig und danke für die Begrüßung erstmal, Daniela, und ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Bevor wir ins Thema einsteigen werden und die beiden Referentinnen genauer vorstellen werden, noch ein paar organisatorische Ansagen vorab. Zum einen die Listen, in die ihr euch eingetragen habt. Erstmal vielen lieben Dank. Das sind einfach Listen für die Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Nachweis, dass die Veranstaltung stattgefunden hat. Genau. Und an dieser Stelle, also wollte ich mich kurz bedanken bei den Leuten, die eine Maske tragen. Es sind nicht viele, aber einfach aus Rücksicht für alle, wenn ihr euch irgendwie nicht so ganz fit fühlt oder so, entweder der Veranstaltung nicht beizuwohnen oder eine Maske zu tragen. Was mich gleich noch zu dem nächsten Punkt bringt, für alle, die es nicht geschafft haben, heute da zu sein. Es gibt zwar keinen Livestream, aber die Veranstaltung wird aufgezeichnet, sodass man sie sich im Nachhinein anschauen kann. Die Podiumsdiskussion wird aufgezeichnet und die Fragen im Anschluss allerdings nicht. Genau. Falls euch während des Podiumsgesprächs Fragen aufkommen, würden wir euch bitten, diese zu notieren, weil wir dann im Anschluss, wenn der Stream beendet wurde, den Raum öffnen werden für all eure Fragen. So, noch kurz zum Ablauf der heutigen Veranstaltung. Wir beginnen mit einem kurzen Input von Anne Seeg und Wladislav Hederler, zwei sehr unterschiedliche Perspektiven auf das Thema haben. Danach werden wir versuchen, mit ein paar Fragen etwas tiefer in das Thema einzusteigen und dann, wie eben schon erwähnt, den Raum für Nachfragen öffnen werden. Ah, und noch ein kleiner Teaser, falls irgendwelche Fragen, Themen offen bleiben, das ist die Auftaktveranstaltung von der Veranstaltungsreihe. Also eventuell wird dann noch, falls irgendwas unbeantwortet bleibt, Raum sein, bei den weiteren Veranstaltungen da noch weiter drauf einzugehen. Okay, dann sage ich mal ein bisschen was dazu, warum wir 2023 eigentlich eine Veranstaltungsreihe brauchen, die sich mit dem autoritären Kommunismus, mit dem Stalinismus als System beschäftigt. Auch 34 Jahre nach dem Ende der SED-Herrschaft bestehen in vielen Teilen der Linken, und da meine ich ganz explizit die Partei wie die Bewegung, immer noch Vorbehalte, den repressiven Charakter der DDR zur Kenntnis zu nehmen und leider auch daran, sich damit auseinanderzusetzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch jetzt heute hier unter den Teilnehmenden bei diesen Worten, bei genau diesen Worten, die wir auch allzu oft von politischen Gegnerinnen der Linken zu hören bekommen, diverse Abwehrmechanismen sofort losgehen oder sich Leute getriggert fühlen. Aber eine schonungslose kritische Aufarbeitung kann die Linke nur stärken. Wir brauchen eine historische Analyse, um den Zusammenhang zwischen Unterdrückung linker Opposition und alternativer emanzipatorischer Bewegung einerseits und dem Untergang der DDR und des sowjetischen Blocks andererseits zu verstehen. Dabei wäre natürlich noch genauer zu definieren, was linke Opposition ist, was alternative und emanzipatorische Bewegungen sind. Darauf werden wir heute im Laufe des Abends natürlich noch zu sprechen kommen. Die Rekonstruktion der Geschichte von Verfolgung und Unterdrückung, der inneren Logik der Repression und ihrer Techniken kann man nicht einfach ausblenden, in der politischen Debatte relativieren oder als unvermeidlich darstellen. Und dazu gehört auch, dass Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte und darunter auch diejenigen, die von linken HistorikerInnen, PolitikwissenschaftlerInnen oder SoziologInnen
zur Kenntnis genommen werden und man diese eben nicht ignoriert oder leugnet. Und das meint auch positive Bezüge auf Personen, Ereignisse, Symbole etc. aus DDR oder Sowjetzeiten mindestens in Frage zu stellen. Auch wenn ich den Forschungsstand der DDR von 1960 in einem Reel auf Instagram poste, bleibt es der Wissensstand von 1960. Und es ist dann bestenfalls lückenhaft, schlimmstenfalls leugnet es historische Tatsachen und stellt sie bewusst falsch dar. Wir als Vorbereitungsgruppe sind uns durchaus bewusst, dass die Darstellung und Fokussierung auf stalinistische Exzesse, Schauprozesse, das Gulag-System, Massenverhaftung zu den bevorzugten Themen antisozialistischer, antikommunistischer WissenschaftlerInnen gehören. Schließlich dienen sie dazu, den heutigen gesellschaftlichen Status quo zu verteidigen und die bundesdeutsche Demokratie als das Ende der Geschichte zu definieren. Aber umso wichtiger ist es, ihnen die Geschichte des Stalinismus und der antistalinistischen Opposition nicht allein zu überlassen. Solange wir zum repressiven Charakter der DDR schweigen und stattdessen, Zitat, 40 Jahre ohne Krieg, ohne Arbeitslosigkeit, ohne Armut feiern, bieten wir antikommunistischer Geschichtsschreibung und der geschichtspolitischen Rechtfertigung des real existierenden Kapitalismus keine ernstzunehmende Gegenwehr. Sich mit der unkritischen Identifizierung mit der DDR und der Verharmlosung ihres repressiven Charakters zu beschäftigen, heißt aber natürlich auch, sich mit dem modernen bürgerlichen Antikommunismus auseinanderzusetzen. Und dann zusätzlich noch Neuauflagen stalinistischer Geschichtsfälschung und der Rehabilitierung, Rechtfertigung und Verharmlosung des Massenterrors der Stalinzeit, der repressiven Niederhaltung jeder autonomen linken Bewegung außerhalb einer Partei, der eigenständigen Bewegung von ArbeiterInnen, aber auch anderer emanzipatorischer Bewegungen in den Blick zu nehmen. Wer damit gerade erst anfängt, dem empfehle ich an der Stelle diese kleine Broschüre, die da vorne auch auf dem Tisch rumliegt, rausgegeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin vor 3 Jahren. Feindlich-negative Elemente, Repression gegen Linke und emanzipatorische Bewegungen in der DDR. Darin ist auch ein Beitrag von Anne Seeg erschienen und sie bietet einen ersten Überblick über die Repression in der DDR. Ein weiteres Beispiel, wie viel da noch aufzuarbeiten ist, gerade für eine linke Bewegung, war die harte Auseinandersetzung um die Rote Hilfe-Zeitung und deren Ausgaben von 2016, einmal zum Thema Siegerjustiz, Verfolgung und Delegitimierung eines sozialistischen Versuchs seit 1990. Und dann sozusagen der Gegenentwurf 2019, wenn wir brüderlich uns ein, Repression gegen linke Oppositionelle in der DDR, vielleicht kommen wir da heute auch noch drauf zu sprechen, mal schauen. Es geht schließlich um nichts Geringeres als das Ziel linker Politik, nämlich eine wirkliche Alternative zum heutigen Kapitalismus, aber eben auch zum untergegangenen, real existierenden Sozialismus. Wie wir genau dahin kommen und wie wir das dann nennen, darüber werden wir heute nicht streiten. Das eine oder andere Thema wird, wie Juli schon gesagt hat, in den folgenden Veranstaltungen der Reihe nochmal besprochen werden. Wir wollen heute zurückschauen. Warum gab es 1989 ein Bruch mit dem Stalinismus als System? Was bedeutete das? Wie wurde er vollzogen? Brauchen wir heute eine antiautoritäre, nicht orthodoxe Linke ohne einen verklärten Blick auf die DDR und Sowjetunion? Oder brauchen wir sie vielleicht doch? Wir wollen ins Gespräch kommen über historische Vorbilder und Fehlentscheidungen, über Personenkult, die Aufarbeitung von Geschichte und noch viel mehr die andauernde Auseinandersetzung damit. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier auf dem Podium 2 Menschen sitzen haben, die diese Auseinandersetzung schon seit vielen Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten, mitgestalten und geprägt haben. Und wir freuen uns auch auf die unterschiedlichen Perspektiven von Anne Seeg und Wladislav Hedele. Den möchte ich jetzt gerne als erstes vorstellen. Dr. Wladislav Hedele, geboren 1953 in Tomsk, lebt in Berlin, hat Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert und er ist als Historiker, Autor und Mitherausgeber zahlreicher historischer Monographien und Dokumentenbände, wenn man sich ein bisschen eingehender mit russischer Geschichte des 20. Jahrhunderts, mit der sowjetischen Geschichte, mit dem Gulag-System etc. pp. Beschäftigt, kommt man an vielen Veröffentlichungen, an denen du mitgearbeitet hast, die du mit herausgegeben hast, nicht vorbei. Ich will mal ein paar nur nennen. Ein paar seiner Arbeiten liegen auch hier vorne zum am Schluss vielleicht gerne mitnehmen, auch aus. Angefangen bei den wissenschaftlichen Arbeiten über Nikolai Bucharin, der 2015 nochmal eine große politische Biografie veröffentlicht wurde. Die Arbeiten zur russischen Revolution 1917, aber auch zum großen Terror, darunter die Chronik der Moskauer Schauprozesse 1936, 37 und 38. Dann gibt es verschiedene Veröffentlichungen zum Gulag-System, wie das Grab in der Steppe oder Karlak, das Karagandinsker Besserungsarbeitslager von 1930 bis 1959.
Und eine Ausstellung bzw. ein Katalog, auf den wir heute wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen werden und den wir auch planen, im Rahmen der Veranstaltungsreihe noch zu zeigen, nämlich die Ausstellung »Ich kam als Gast in euer Land gereist« über deutsche Antifaschistinnen und Antifaschisten als Opfer des Stalin-Terrors, wo unter anderem die Schicksale von mehreren Familien recherchiert wurden, sind die zwischen 1933 und 1956 in der Sowjetunion gelebt haben. Genau. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier bist und bin gespannt, dann nachher deine Thesen zu hören. Und unsere zweite Referentin ist Anne Seeg. Anne, du bist geboren 1962, lebst in Berlin, bist Autorin und warst subkulturell in Dresden und Ost-Berlin aktiv. 1988 hast du einen Ausreiseantrag in der DDR gestellt. Du bist studierte Diplompädagogin und in der politischen Bildung aktiv, sowie in sozialen Bewegungen. Du bist die Herausgeberin von Das Begehren, anders zu sein. Das hast du auch mitgebracht. Das Exemplar findet ihr am Büchertisch. Und das zweite Exemplar, was du mitgebracht hast, trägt den Titel Klassenlos. Richtig? Genau. Und publiziert in Kontraste oder Analyse und Kritik, das habe ich nicht nochmal nachgefragt, in Analyse und Kritik, alles klar, genau. Beides. Ja, vielen Dank für die Einladung. Was ich in Leipzig immer gerne erwähne, ist, dass meine Verbindung, Beziehung zu dieser Stadt mit der ersten Klasse zusammenhängt. Ich bin hier 1959 eingeschult worden am Nordplatz und dann 61 nach Berlin gezogen. Und ich kenne Leipzig als Veranstaltungsort von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, von den Buchmessen. Und ich freue mich sehr, heute so ein zahlreiches Publikum hier zu sehen und hoffe, dass mit dem, was ich hier zum Vortrag bringen werde, eine knappe Viertelstunde werde ich reden, doch irgendwo auch den Nerv dieser Veranstaltung zu treffen. Ich habe mit Absicht diesen Input oder diese einleitenden Bemerkungen ein bisschen biografisch angelegt, damit es dann auch persönlicher oder nachvollziehbarer wird, was ich hier vortrage. Von 1989 bis 1991, damals hieß die aus der SED hervorgegangene Partei SED-PDS, seit 1990 PDS, war ich Mitarbeiter im Podium Progressiv. Es war ein Zentrum für politische Bildung und Kommunikation in Berlin. Und eine aus den alten Parteiinstitutionen hervorgegangene Bildungseinrichtung aus der Akademie für Gesellschaftswissenschaften, der Parteihochschule und dem Institut für Politik und Wirtschaft. Aus diesem Podium Progressiv ging später die Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Berliner Verein Helle Panke e.V. hervor, in dem ich dann auch tätig war. Eine Ausnahme, wenn man jetzt den Blick auf die Parteieinrichtung legt, war das Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. Es hat sich eine Weile als Institut der Arbeiterbewegung halten können und hat es vermocht, das Archiv der Partei in die Stiftung Archive Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv unterzubringen. Die föderale Struktur der BRD, die auch über die Partei gekommen ist, erforderte auch eine Reorganisation der Bildungseinrichtungen. 1990 folgten in Berlin aus dem Podium Progressiv heraus zwei Gründungen. Das eine war der Verein Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V. Das war im Prinzip der Vorläufer der Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, die 1992 von der PDS als parteinahe bundesweite tätige Stiftung anerkannt worden ist. Direkt ist das so besser, ja? Gerade halten, so?
So, okay, gut. Dann, genau, und der zweite Verein, der aus diesem Podium Progressiv hervorgegangen ist, sagte ich schon, war die Helle Panke zur Förderung von Politik, Bildung und Kultur. Das ist heute die Berliner Landesstiftung. Hier war ich von 2000 bis 2001 und von 2008 bis 2013 als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. 2007, auch das gehört in diese Chronik mit herein, fusionierten Linkspartei und WASG zur Partei Die Linke. In all diesen Jahren stand der von Michael Schumann im Referat auf dem außerordentlichen Parteitag der SED am 16. Dezember 1989 benannte Gründungskonsens der PDS, Bruch mit dem Stalinismus als System, zur Debatte. Während die Meinungsverschiedenheiten zu dieser Feststellung anhielten, waren sich die Parteimitglieder weitgehend einig, dass sie, wie Lothar Bisky sagte, gekommen sind, um zu bleiben. Der Neuanfang der Partei begann mit einer Umbenennung der SED. Gregor Gysi lehnte damals die auch in Parteikreisen kursierende Forderung nach der Auflösung der SED und einer Neugründung unter Hinweis auf die Parteifinanzen und die Parteiimmobilien ab. Eine Folge davon war der Verbleib einer Reihe von Genossinnen in der Partei, die den Gründungskonsens von Michael Schumann benannt, nicht mitgetragen haben. Vor Ausschlussverfahren streckte die neue Parteiführung mit Blick auf die von ihr abgelehnte SED-Praxis jedoch zurück. Einige Parteimitglieder wechselten von der PDS zur SEW oder zur Deutschen Kommunistischen Partei. Andere fanden sich in der Kommunistischen Plattform zusammen, deren Informationsblätter sie für die Ablehnung des, wie sie betonten, vom Gegner in Anlehnung an die Totalitarismustheorie instrumentalisierten Stalinismus nutzten. Dies ist aber schlichtweg falsch und historisch nicht korrekt, denn es waren nicht die bürgerlichen oder die kapitalistischen Theoretiker, sondern die der Arbeiterbewegung wie der Italiener Palmiro Togliatti oder der allen bekannte Leo Trotzki, die diesen Begriff zuerst verwendet hatten. Wobei sie bei der Betonung des Systemischen im Stalinismus nicht vom Terror, das sie als Wesenselement bezeichnet haben, sondern von der Partei Neuen Typs oder der Bürokratietheorie ausgegangen sind. Mit Ernst Bloch könnte und sollte gefragt werden, ob der Stalinismus den Sozialismus bis zur Unkenntlichkeit verzerrt oder zur Kenntlichkeit gebracht hat. Diese Formulierung findet sich auch in den Thesen und Materialien zur Programmdiskussion der PDS, die unter dem Titel Neue Beginn im Juni 1991 erschienen sind. An dieser Stelle könnte oder wäre mit Anne Seeg zu fragen, wie dieser Anfang zu werden ist, der hier grob skizziert wurde. War es ein Geburtsfehler oder war es eine Chance für die Partei? Im Artikel Prozesse der Entfremdung vom 25. Januar 2023 stellte Anne die Dominanz von Akademikern in der außerparlamentarischen Linken fest und betonte, dass nur eine klassengemischte Organisation und Organisierung die Verhältnisse umstürzen könne. Mit Blick auf die Anfänge der Bildungsarbeit in der SED-PDS kann ich nur betonen, dass es sich nicht um eine Weiterführung des in der leninistisch geprägten Partei Neuen Typs kultivierten Hineintragens des Bewusstseins in die Massen handelte, sondern um Angebote für eine generationsübergreifende Diskussion, die regelmäßig in dem Pressedienst der SED-PDS und in der Mitgliederzeitschrift Disput angekündigt und dann auch dokumentiert worden sind. Also man kann die Gründungszeit, die Gründungsphase, die Debatte heute nachlesen. Gleichzeitig ist zu konstatieren, und da wären wir wieder bei den Thesen von Anne, dass gerade die Bildungseinrichtungen als Parkplatz für Altkader genutzt worden sind in der ersten Zeit, um deren Berentung nach der Auflösung der alten Parteieinrichtungen zu sichern. Hier ist vor allem die Parteihochschule zu nennen, die zu DDR-Zeiten ein Hort des Stalinismus und des Konservatismus in der SED gewesen ist. Im SED-PDS-Umfeld gab es keine mit einst in maoistischen Gruppen aktive Historiker wie Gerd Köhn oder Karl Schlögel
oder die aus der DDR geflohenen Hermann Weber und Wolfgang Leonhardt oder der aus der Deutschen Kommunistischen Partei kommende und im Hamburger Institut für Sozialforschung publizierende Reinhard Müller. Das sind die Autoren, die eigentlich die Standardliteratur zu dem Thema, das Gegenstand der Reihe und auch vielleicht des heutigen Abends wird, geliefert haben. Von einem den Bruch einfordernden Gründungskonsens dümpelte die Partei zu einem geläuterten Stalinismus. Das ist eine Position, die in der Mitgliederzeitschrift Disput 1995 problematisiert worden ist. Gegenstand der von der Partei und der Rosa-Luxemburg-Stiftung initiierten Veranstaltung war eine Bilanzierung nicht des eigenen, sondern des Forschungsstands in der Russischen Föderation oder in der Sowjetunion im Ergebnis der Öffnung der Archive, solange sie noch geöffnet waren. Während in der Belletristik in der Bundesrepublik und in der akademischen Forschung durchaus Fortschritte zu verzeichnen sind, fehlt es, was die Partei angeht, an populären Darstellungen. Symptomatisch ist, dass die alten Stalinismuskritiken heute neu aufgelegt werden. Wolfgang Ruges 1991 veröffentlichtes Buch Stalinismus, Sackgasse im Labyrinth der Geschichte erschien 2020 in einer Neuauflage. Eine zweite überarbeitete Auflage meiner Skizze, die liegt hier vorne aus, kommt in diesen Tagen erweitert um neue Texte heraus. Zum Abschluss würde ich gerne auf drei Ereignisse hinweisen oder drei Ereignisse herausgreifen, um die Stalinismusdebatte der Linken innerhalb der Linken zu skizzieren. Zuerst würde ich auf die Kritik innerhalb der Linken am 2006 in Berlin-Friedrichsfelde aufgestellten Gedenkstein für die Opfer des Stalinismus hinweisen. In der Partei war dieser Stein heftig umstritten. Es gab immer Auseinandersetzungen bei den Liebknecht-Luxemburg-Demonstrationen. Wir, dazu gehört der Arbeitskreis Sowjetexil, dem ich auch angehöre, reagierten auf diese Debatten mit dem Vorschlag, der 2010 an den Parteivorstand gerichtet worden ist, eine Gedenktafel für die in der UdSSR ermordeten Antifaschisten, Antifaschistinnen und Kommunisten und Kommunistinnen, die zwischen 1930 und 1950 in der Sowjetunion verfolgt, deportiert und ermordet worden sind. Diese Tafel, das war unser Vorschlag, sollte am Karl-Liebknecht-Haus in Berlin angebracht werden. Im Zuge der Debatte über diese Gedenktafel gab es Kritik an dieser Initiative, nicht nur von der Kommunistischen Plattform, sondern auch von Hans Modrow, die unter Hinweis auf die Instrumentalisierung des Stalinismus als Kampfbegriff auch gegen eine solche Gedenktafel waren und die behaupteten, dass die KPD-Führung der 20er, 30er Jahre keine Mitschuld an dem Terror, der die eigenen Genossen in der Sowjetunion getroffen hat, getragen hat. Dann kam es schließlich 2013 dazu, dass eine solche Tafel am Karl-Liebknecht-Haus in Berlin angebracht worden ist. Begleitend dazu haben wir die Ausstellung, von der schon die Rede war, deutsche Hitlergegner als Opfer des Stalinismus gezeigt. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr die Chance haben werden, diese Ausstellung mit einem Begleitprogramm auch hier in Leipzig zeigen zu können. Der letzte, und damit komme ich zum Schluss, der dritte Punkt, auf den ich im Zusammenhang mit der Stalinismusdebatte hinweisen wollte, stammt aus dem Jahre 2020. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen oder von euch Bernd Rieksingers Reaktion auf den während der Debatte auf der Klimatagung in Kassel von einer Teilnehmerin geäußerten Vorschlag, nach einer Machteroberung 1% der Reichen zu erschießen, um auf diese Art und Weise gesellschaftliche Probleme schnellstens lösen zu können. Bernd Rieksinger beschränkte sich in seinem Kommentar dazu, er hat sich dann nachher dafür entschuldigt, auf die Relativierung, sie nicht zu erschießen, sondern in ein Arbeitslager zu sperren, denn dort könnten sie noch sinnvolle und gute Arbeit für die Gesellschaft leisten. Wenn das im Prinzip der Stand der
Diskussion oder der Stand der Kenntnisse über das, was heute Abend zum Gegenstand der Veranstaltung werden soll, in der Linken ist, dann ist das ein bedauerlicher Zustand, der sich nicht mit dem, was in der Linken passiert ist, an Tagungen, an Publikationen deckt. Aber es ist eben so, und damit möchte ich schließen, dass diese Kluft zwischen der von der Partei geleisteten Arbeit und den Äußerungen von Parteifunktionären nach wie vor besteht. Ich würde, wenn die Fragen dazu noch kommen, in der Diskussion gern auf diesen Band noch hinweisen wollen, die PDS, Herkunft und Selbstverständnis. Das ist ein Band, der von Biesky, Czerny, Meyer und Michael Schumann herausgegeben worden ist und in dem sich Antworten auf die Fragen zur Stalinismusdefinition, zur Stalinismus in der DDR etc. finden. Aber mit Blick auf die Zeit würde ich es gerne bei diesem kurzen Input belassen. Dankeschön. Vielleicht ganz kurz an der Stelle der Hinweis, das waren jetzt ja ganz schön viele Daten, Personen, Ereignisse, die du uns jetzt hier um die Ohren gehauen hast. Wenn es dann nachher nochmal Verständnisfragen gibt, versucht es euch zu merken und dann nachher auch noch anzubringen. Dazu gibt es auf jeden Fall dann auch nochmal eine Rückfragemöglichkeit. Ja, ich habe 27 Jahre die DDR erlebt, seit Mitte der 80er Jahre Ost-Berlin. Allerdings habe ich länger im Westen als in der DDR gelebt, nämlich in Berlin-Neukölln. Als sozialpolitische Aktivistin, so sehe ich mich eher, sind mir die gegenwärtigen Probleme wohl bekannt. Das macht aber die DDR nicht schöner. Natürlich gab es in der DDR nicht nur Stasi und Repression, sondern auch einen Alltag. Mich wundert die DDR-Nostalgie mancher Linker, die ich so in Berlin auch erlebe. Wenn ich mir in Berlin das Leben vieler Linker anschaue, dann wären sie in der DDR ziemlich deprimiert gewesen. Obwohl es in Ost-Berlin zu DDR-Zeiten eine Subkultur gab, die sich etwas Freiraum nahm. Ich möchte nur einige Lebensbereiche aufzählen. Studieren. Heute ist es selbstverständlich, mit kritischer Haltung zum Staat studieren zu dürfen. Sogar Doktorarbeiten werden zu kritischen Themen geschrieben. In der DDR war das kritische Potenzial zumeist nicht an den Universitäten zu finden. Wer konnte, also gerade in den 80er Jahren war so eine Schließungstendenz irgendwie zu bemerken, das hat auch Steffen Mau in seinem Buch Lüttenklein festgestellt, dass die soziale Mobilität ziemlich eingeschränkt wurde, also auch die Studienplätze und so weiter. Wer konnte in der DDR der 80er Jahre das Abitur machen und studieren? Dafür wurde Systemloyalität und Anpassung gefordert, also nicht die, oftmals nicht die kritischen Geister. In den 80er Jahren besaßen die Kinder der sozialistischen Dienstklassen Bildungsprivilegien. Diese Klasse rekrutierte sich selbst. Zudem war die DDR eine militarisierte Gesellschaft. Wer als Mann keinen normalen Wehrdienst absolvierte, bei bestimmten Studienrichtungen waren 3 Jahre hilfreich und Bausoldat wurde, also nicht mit der Waffe, sondern die mussten irgendwelche Militäranlagen bauen, durfte noch Theologie studieren. Kulturelles Kapital musste man sich als kritischer Geist oftmals im Selbststudium aneignen. Zum Beispiel wurde dann viel Weltliteratur gelesen. Es gab zwar soziale Rechte in der DDR, aber politische Freiheiten waren eingeschränkt. Versammlungsfreiheit gab es in der DDR nicht. Linke Studierende gehen heute zu Demonstrationen. Das war erst am Ende der DDR soweit möglich. Politische Arbeit heute ist selbstverständlich. In der DDR-Opposition wären sie überwacht und zersetzt, das heißt mit Stasi-Spitzeln durchsetzt worden. Es gab 91.000 Hauptämtliche und 189.000 inoffizielle Stasi-Mitarbeiterinnen. Also das heißt ja nicht, dass ich da irgendwie die Gegenwart relativieren will. Bestimmt sind viele politische Gruppen auch mit Verfassungsschutzleuten durchsetzt heute. Informationsfreiheit. Heute ist es selbstverständlich, sich allseits informieren zu können. Gab es in der DDR nicht. Es gab keine kritische Öffentlichkeit zu DDR, außer vielleicht manchmal in den Westmedien. Ich würde jedem raten, sich mal die Junge Welt, Zentralorgan der FDJ oder das Neue Deutschland, Zentralorgan der SED zu DDR-Zeiten anzusehen. Staatsideologie war der Marxismus-Leninismus. Marx hätte sich im Grabe umgedreht, was dort in den Zeitungen stand, also viele Phrasen, beziehungsweise vor allem was nicht stand, eben keine Kritik zur DDR. Es gab Giftschränke, wo missliebige Literatur weggesperrt wurde.
dass George Orwell in der DDR nicht gelesen werden durfte, werde ich dem Staat nie verzeihen. Also da sind sogar Leute in den Knast gekommen, weil sie das Farm der Tiere oder solche Bücher weitergereicht haben. Reisefreiheit. Viele Linke aus gutem Hause, sage ich mal, reisen heute wie selbstverständlich in ferne Länder. Da wären sie in der DDR an die Mauer gestoßen. Es gab nur einige sozialistische Länder wie CSSR, Ungarn, vielleicht noch Bulgarien und so weiter, die man reisen konnte. Also Polen wurde auch irgendwann mal dicht gemacht. Vorher bin ich öfter mal nach Szczecin als Pubertierende gefahren und habe da irgendwie was eingekauft. Und dann war Polen mit der Solidarność dann auch dicht sozusagen. Also später konnte ich mal mit einer Baubrigade dann nach Warschau fahren als Beispiel. Wer ein PM12 hatte, konnte auch nicht in diese reisen. PM12 bedeutete, dass der normale Personalausweis oftmals aus politischen Gründen eingezogen war. Versuchte Republiksflucht bedeutete Knast. Auch hartnäckige Ausreiseantragsteller konnten im Gefängnis landen, also zum Beispiel ein A irgendwie ans Auto zu hängen oder in die Fensterscheibe und so weiter, konnte auch Gefängnisstrafen bedeuten, also solche, also hartnäckig irgendwie die Anträge zu stellen und nicht loszulassen und vielleicht so einen weißen Ring oder, also nein, nicht weißen Ring, weißen Kreis, also Aktion zu machen oder so, das konnte auch für Ausreiseantragsteller gefährlich werden. Es gab in der DDR circa, da gibt es unterschiedliche Zahlen, 150.000 bis 280.000 politische Gefangene. Zwei Stasi-Offiziere haben in der Jungen Welt mal geschrieben, dass es 50.000 wäre, und das finde ich auch schon ziemlich viel. Zum Beispiel wegen sogenannter staatsfeindlicher Hetze. Und die DDR war auch ein abgeschottetes Land, also mit der Mauer ist ja klar, mit einer Migrationsquote von etwas über 1%. Wählen der Opposition. Zur Auswahl standen die führende Partei, die SED, und Blockparteien, die wurden dann Blockflöten genannt. Im Gesamtpaket waren das die Einheitslisten der Nationalen Front. Die Menschen gingen Zettel falten, so nannte man das. Also ich kann mich noch entsinnen, ich hatte zwar Abitur gemacht, also auch, weil ich ziemlich angepasst war als Kind sozusagen. Also daher weiß ich das auch, wie das lief irgendwie, und habe einen zugewiesenen Studienplatz bekommen, Straßenbau irgendwie, und meine Mutter flehte mich in meinem Heimatdorf an, oh Gott, ich wollte nicht zur Wahl gehen, und da hat sie mich angefleht, wenn du jetzt nicht zur Wahl gehst oder so, dann ist dein Studienplatz futsch und sowas. Also hat sie mir jedenfalls gesagt irgendwie. Ne? Später habe ich dann nicht mehr gewählt und bin dann irgendwie zu Hause ferngeblieben, weil die mit den Wahlurnen vorbeikamen und so weiter öfter. 1981 betrug die Wahlbeteiligung 99,21% bei 99,86 Ja-Stimmen. Ne? Also diese Zahl muss man sich mal vorstellen. Und im Mai 89 wurden bei den Kommunalwahlen dann Wahlfälschungen aufgedeckt. Aber im Grunde genommen haben die meisten Leute, also würde ich sagen, auch wenn es dann Wahlfälschungen gab, also die Mehrheit der Leute ist eben Zettelfalten gegangen. Genauso wie sie dann auch 1990 und sozusagen dann Helmut Kohl gewählt haben. Ne? Arbeiten. Die DDR war eine Industriegesellschaft. Streiken auf Arbeit gab es so gut wie nicht. Also viele attraktive Arbeitsplätze existierten damals nicht. Zum Beispiel im heute viel größeren Kultur- und Medienbereich, im IT-Bereich, politische Bildung, Wellnessindustrie und so weiter. Aussteigerkritische Geister arbeiten zum Beispiel auf dem Friedhof, wie Peter Wawerzinek, Schriftsteller heute. Der hat als Totengräber gearbeitet oder als Pförtner. Ich habe an der Humboldt-Uni als Pförtnerin gearbeitet zum Beispiel, also unter anderem. Oder bei der Volkssolidarität, das war die Altenhilfe, da habe ich auch mal gearbeitet. Oftmals an individualisierten Arbeitsplätzen. Der Uniformierung in der Gesellschaft setzen sie Individualität entgegen. Nach dem Studium mal kurz harzen ging nicht. Es gab keine Sozialleistungen für Arbeitsfähige, aber ein Recht auf Arbeit und eine Pflicht zur Arbeit. Bis zum Ende der DDR wurden zum Beispiel Punks wegen Arbeitsscheu, sogenannte Asozialität, inhaftiert. Andere unterliefen, also das gab es ja auch. Ich habe auch teilweise, dann hatte ich wieder einen Arbeitsplatz, dann habe ich mal eine kurze Zeit nicht gearbeitet, dann wieder mir was gesucht. Andere unterliefen die Arbeitspflicht, gingen keiner geregelten Arbeit nach. Sie stellten Lampenschirme, Lederklamotten, Ohrringe und so weiter her und lebten dann vom Verkauf sozusagen auf dem Schwarzmarkt. Also ich hatte einen Nachbarn zum Beispiel, der hat Ohrringe hergestellt und hat es dann so illegal verkauft und war dann auch von diesem asozialen Paragraphen zum Beispiel bedroht und so weiter.
Wohnen. Es gab ein Recht auf Wohnen und gleichzeitig den Verfall der Altbausubstanz. Also es wurden ja ganz viele Plattenbauten gebaut, sozusagen, die auch für viele Leute attraktiv waren, weil sie eben Zentralheizung hatten und Bad und so weiter. Und aber gleichzeitig gab es dann diesen Verfall der Altbausubstanz. Wenn ich mir 30 Jahre später das vorstelle und mir Leipzig, also wie Leipzig zum Beispiel auch mal aussah und so weiter. Also es war notwendig, auch eine Kleinfamilie zu gründen, um eine Wohnung von der staatlichen Wohnraumlenkung zu bekommen. Wohngemeinschaften und Hausprojekte gab es so gut wie nicht. Dafür herrschte ein Wohnraum, den man in Ostberlin, das habe ich auch gemacht, still besetzen konnte. Man hat einfach ein neues Schloss eingebaut und dann irgendwann konnte man das legalisieren. Und viele Eingaben an die Herrschenden hatten auch die Wohnungsfrage zum Thema. Genau, Konsum. Wenn ich mir heute die oftmals verwöhnten Konsumgewohnheiten ansehe, viele hätten sich in der DDR umgeschaut. Die DDR war eine Mangelgesellschaft. Was Volkseigentum sein sollte, war eigentlich Partei- und Staatseigentum. Also es wurde zum Beispiel Material geklaut oder Werkzeuge und dergleichen. Also die Leute hatten oftmals gar kein Eigentümerbewusstsein irgendwie. Eine bürokratische Kaste hat in der Planwirtschaft das Sagen. Die Großkombinate und immer größere LPG. Also mein Vater hat zum Beispiel in der LPG gearbeitet und der hat immer über die Mangel, also so bin ich, das war zwar eine Genossenschaft, ja, also stellt man sich eigentlich toll vor, aber der hat, das hat meine Kindheit begleitet, immer über die Mangel, über die Misswirtschaft da geklagt und so weiter. Also die konnten einfach die Konsumbedürfnisse nicht decken irgendwie. Obst und Gemüse im Laden, also da lacht jeder drüber eigentlich, so der in der DDR gelebt hat, also da war, das war eine Mangelware. Im Regal, okay, das ist was anderes jetzt, also es gab es ja damals noch nicht im Restaurant veganes Essen oder internationale Küche, Soljanka, ne? Also esse ich heute noch gerne, auch manchmal aus Nostalgiegründen, aber also es gab zumeist deutsche Küche. Freizeit, Kiffen, die Droge des Ostens war der Alkohol. Der Bier- und Spirituosenverbrauch in der DDR war enorm und auch spitze und auch die Suizidrate. Partykultur, schwach. FDJ-Clubs und Eckkneipen, Zähnekneipen, also wie wenn ich mir in Berlin linke Zähne und so weiter, Zähnekneipen gab es kaum. Die künstlerische Prenzlauer Bergszene schuf sich eigene Strukturen in Wohnzimmern. Underground lief auch in Kirchen, so Punkkonzerte, kaum im öffentlichen Raum. Die Szene nahm sich aber Freiräume. Aber es gab auch Punkmusiker, die kamen wegen Texten in den Knast. Konzerte von bekannten Westbands gab es kaum im Osten. Erst zum Ende der DDR, ab 1987, durften einige auftreten wie Bob Dylan. Die Herrschenden merkten, dass ihnen die Jugend abhanden kam. Lebensqualität. Auch wenn die Miet- und Lebenshaltungskosten in der DDR gering waren, was ich immer noch schätze, also dadurch konnten sich ja viele überhaupt so Freiräume nehmen aus der Subkultur, auch aufgrund der anderen Eigentumsordnung, so war das durchschnittliche Lebensniveau in Westdeutschland höher, also was die Leute ja durch ihre Westverwandten viele mitbekommen haben und so weiter. Vermögen waren in der DDR kaum vorhanden, Erben spielte kaum eine Rolle. Wer schon in der DDR soziale Probleme hatte, wurde häufig kriminalisiert. Dafür gab es Jugendwerkhöfe und Knäste. Für psychisch auffälliges Verhalten die Verwahrpsychiatrie. Für Alkoholiker, also das wurde zuerst gar nicht als Krankheit irgendwie anerkannt, erst später gab es dann besondere Brigaden in den Betrieben, also so Alkoholiker, besondere Brigaden, Alkoholikerbrigaden sozusagen. Es gab zwar eine viel größere Gleichheit als heute, aber auch Unterschiede. Wer besaß zum Beispiel Westgeld und wer hatte Westverwandte? Wer lebte in Altersarmut oder wer hatte Sonderrenten? Wer ging auf Sonderschulen mit Kindern mit Beeinträchtigung? Für Kinder mit Beeinträchtigung oder es gab auch Spezialschulen für Begabte. Es gab natürlich viele Menschen in der DDR, die Arbeiterinnen in den Betrieben waren und billige Mieten hatten, sozial gut klarkamen, wenn sie sich anpassten, also politisch anpassten. Nach der Wende waren sie auf einmal mit Massenarbeitslosigkeit und Niedriglöhnen und hohen Miet- und Lebenshaltungskosten konfrontiert, zudem mit einer enormen Bürokratie. Plötzlich wurden sie als sogenannte Bildungsferne abgestempelt, die betreut werden müssen. Also es sind jetzt Arbeiter und Leute, die in der DDR, in der proletarischen Gesellschaft der DDR ganz normal waren, werden jetzt so als, heutzutage wird das als bildungsfern abgestempelt. Während die Arbeiterklasse in der DDR offiziell hofiert wurden, fühlen sich viele Arbeiterinnen heute abgewertet. Vor allem jene mit niedrigen Löhnen und hohem Arbeitsleid.
Nostalgie gibt es nicht nur im Osten, also das höre ich auch öfter im Westen. Da sehen sich viele nach den alten Zeiten der 70er und 80er Jahre. Das hat mit der Brutalisierung des aktuellen Kapitalismus zu tun. Der steckt so tief in vielen Krisen, dass die Linke eigentlich eine Chance hätte. Aber wir müssen eben nach vorn schauen und emanzipatorische Alternativen diskutieren. Sonst gibt es bald keine Zukunft mehr. Wir brauchen wieder mehr Fantasie, um uns überhaupt ein anderes Gesellschaftssystem vorstellen zu können. Wir brauchen Utopien gegen die Dystopien. Das brauchen wir auch in den Abwehrkämpfen, die wir als Linke immer führen. Wer über Transformation nachdenkt, muss auch den Realsozialismus aufarbeiten, um die Mängel des Systems zu erkennen und die Gefahr zu bannen, dass alles wieder ins Autoritäre rutschen kann. Im Rahmen der aktuellen Ostdebatte, worauf ich auch noch mal kurz eingehen wollte, zum Beispiel das Buch von Dirk Oschmann, der ist ja Literaturprofessor hier in Leipzig, wird aber zumeist nur die Situation der Nachwendezeit aufgearbeitet. Es gibt natürlich, also auf die er eingeht, die strukturellen Benachteiligungen zwischen Ost und West. Bei der Durchschnittssumme, die vererbt wird, bei den Vermögen, also ich habe selber gemerkt, da habe ich mein Ossi-Sein gemerkt, so in der linken Szene in Berlin. Da dachte ich so, viele Leute sind ja in der gleichen Klassenlage wie ich. Auf einmal merke ich, ach so, die erben ja auf einmal alle. Auf einmal haben sie eine Eigentumswohnung, auf einmal ein Häuschen und auf einmal zu viel auf dem Konto, um dann nicht zum Amt zu müssen und so weiter. Also das hat mich schon sehr gewundert. Da habe ich gemerkt, okay, da bin ich ja doch Ossi. Den Vermögen der Sozialstruktur, eine Verwestlichung der Eigentümerstruktur im Osten, also ich glaube in Leipzig gehören ja auch viele Häuser mittlerweile Westdeutschen, die Industrialisierung nach der Wende, also die wirtschaftliche Struktur, westliche Elitendominanz in vielen Bereichen, die politische Kultur mit weniger Zivilgesellschaft als im Westen, mehr ländlichen Raum gibt es im Osten und es gab natürlich auch viel Abwanderung, obwohl ich gehört habe, Leipzig hat jetzt einen Zuzug und so weiter. Und natürlich geht es auch um andere Sozialisation und Erfahrung im Osten. Als sozialpolitische Aktivistin ist mir diese Ostdebatte aber zu verkürzt. Auch der Osten ist sozial gespalten und auch im Westen gibt es viel Armut. Also mich hat schon in den 90ern gewundert, da habe ich in Berlin-Neukölln schon gewohnt, diese Debatte, wir sind Menschen zweiter Klasse, da habe ich gedacht, mit wem vergleichen Sie sich eigentlich? Ne? Sollen Sie mal nach Neukölln kommen, was hier los ist? Und der Rechtspopulismus, Extremismus ist Europa und weltweit aufstrebend, nicht nur in Ostdeutschland. Auch die Opfermentalität, wir sind Menschen zweiter Klasse, also das sehe ich auch so als Opfermentalität, lehne ich ab. Ostdeutsche haben den Herbst 1989 vollbracht, ein System gestürzt. Danach gab es betriebliche Kämpfe wie in Bischofferode, die oftmals auch nicht bekannt sind. Was wir jetzt vor allem brauchen, ist gerade eine breite soziale Bewegung gegen den Rechtsruck. Und nicht einen nationalistischen Oststolz, der Menschen ausgrenzt, die als fremd oder anders wahrgenommen werden. Der Osten wird nämlich von rechts instrumentalisiert mit so einem Spruch wie vollende die Wende. Es muss um eine Klassenperspektive gehen. Diese wollen, also das denke ich mir, diese wollen autoritär kommunistische Gruppen wohl einbringen. Also ich weiß, warum man die Klassenfrage einbringen will und so weiter. Und tappt man aber mit so einem Dogmatismus wieder in die Falle. Denn die Herrschenden können solchen Protest leicht delegitimieren und ins sektenhafte Skurrile abschieben. Das Bild von einer emanzipatorischen Linken beschädigen. Damit wird die Krise der Linken noch größer und die berechtigten Anliegen der Linken werden nicht ernst genommen. Danke. Ja, danke für den Input von euch beiden. Und wir kommen jetzt zu unseren inhaltlichen Fragen. Du beginnst. Ja. Auf meinem Zettel schon. Jetzt muss ich auf meinem Zettel schauen. Ja, die Frage, die mich vor allem umtreibt, und deswegen ist es total schön, dass das Publikum heute so ist, wie es ist, und gleichzeitig ist es bedauerlich, weil, Ladislav, du hattest das ja schon angesprochen, für mich sich so die Frage stellt, dieser Bruch mit dem Stalinismus als System, dieser Versuch der Aufarbeitung oder eben auch diese Gründungsdebatte, wie du es auch genannt hattest, ist ja auf der einen Seite schon eine sehr abgeschlossene Parteidiskussion gewesen,
die in einem bestimmten Kreis sich abgespielt hat. Und für mich stellt sich an ganz vielen Fragen, an ganz vielen Punkten die Frage, warum fangen wir mit der Diskussion gerade wieder von vorne an? Warum tauchen in regelmäßigen Abständen immer wieder, keine Ahnung, so eine Diskussion auf, die diesen Bruch auch in Frage stellen? Und was ist vielleicht auch schiefgegangen in der Vermittlung, gerade zwischen den Generationen? Und da meine ich ganz explizit auch tatsächlich die zwischen den alten und jungen Genossen und Genossinnen oder auch innerhalb der Aktivistinnen und Aktivisten, um das jetzt mal nicht nur so auf diese Parteidiskussion abzuheben. Also das wäre so ein Punkt, der mich nochmal brennend interessieren würde, ob du da vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen kannst. Du hast ganz viele Tätigkeiten aufgezählt, die du gemacht hast, ganz viele Gründungen von Arbeitskreisen, Archiven, Instituten, die umbenannt wurden, aber du hast selber an einem Punkt dann auch gesagt, dass diese Weitervermittlung vielleicht auch abgebrochen wurde oder nicht vollendet wurde. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen. Woran liegt das, dass diese Fragen immer wieder aufgeworfen werden? Das ist für mich eigentlich nicht das Problem. Das ist ja gerade gut, dass man sich der Geschichte zuwendet und nach den Ursachen für das Scheitern fragt. Und es ist ja eben keine Geschichte der Siege, sondern es ist eher eine Geschichte der Niederlagen. Und so wie ich in der Zeit, über die ich hier gesprochen habe, das Publikum erlebt habe, das dann diese Veranstaltung der Bildungsvereine aufgesucht hat, war am Anfang nicht die junge Generation, die hatte mit anderen Fragen zu tun und zu kämpfen, sondern es waren die Älteren. Und die sind dann in diese Bildungseinrichtung gekommen, so wie es früher in der SED gewesen ist, und haben von den Referenten verlangt, nun gebt uns mal die Antworten auf die Fragen, die uns umtreiben, und dann werden wir das schon irgendwie regeln und besser machen. Aber es gab, und das ist der eine Punkt, glaube ich, der in diesem Zusammenhang gesagt werden muss, es gab keine generationsübergreifende Diskussion, und es gab auch zwischen den Aktivisten und den Gruppierungen und den Strömungen in der Partei keine strömungsübergreifende Debatte, sondern es wurde immer nur in den Zirkeln diskutiert. Jeder hatte sein Publikationsorgan und hat sich dort dann ausgelassen oder geäußert. Aber eine übergreifende Debatte fand nicht statt und wurde unter Hinweis auf ja halt die Rettung der Partei und die Bewahrung der Partei in den Hintergrund gedrängt. Und deshalb habe ich in dem Input darauf hingewiesen, dass die These, wir sind gekommen, um zu bleiben, für die Strukturen wichtiger war als der zum Gründungskonsens erklärte Bruch mit dem Stalinismus als System. Und diese Frage treibt die Genossinnen und Genossen heute noch um. Es gibt eine historische Kommission beim Parteivorstand der Linken, die im Unterschied zur historischen Kommission der SPD nicht aufgelöst worden ist. Die publizieren regelmäßig ihre Papiere und ihre Äußerungen. Die sind im Internet auf den Seiten abrufbar und nachlesbar. Aber damit würde ich diese Antwort auch abschließen wollen. Der Hinweis auf die Leistung der Bewegung, der linken Bewegung als einer Mosaiklinken, barg eigentlich auch die Gefahr der Lähmung und der Stagnation in sich. Und heute stehen wir sozusagen vor dem Ergebnis dieser Verwandlung einer Bewegung in eine Partei, die über grundlegende Fragen noch nicht zu einem Gründungskonsens gefunden hat. Das beste Beispiel, das ist der Schlusssatz des Versuchs einer Antwort, ist die Erinnerung an die Demonstration im November auf dem Alexanderplatz. Also was dort artikuliert worden ist und wer dort alles gesprochen hat,
Das ist im Prinzip ein revolutionärer Geist, ein Geist, der auf Umbruch geht, und den vermisse ich in der Partei, und den habe ich auch im Zuge dieser Bildungsveranstaltung und meiner Tätigkeit in den Bildungseinrichtungen der Partei so leider nicht erlebt. In der akademischen Debatte schon, aber nicht innerhalb der breiten, der breit geführten linken Diskussion. Deshalb liegt mir auch sehr daran, dieses Thema am Leben zu halten und, wenn sich die Möglichkeit bietet, dazu etwas zu sagen. Du meintest ganz kurz die Nachfrage, du meintest die Demonstration am 4. November 1989. Genau, ja, die meine ich, ja. Da ist ja das, worauf Anne hingewiesen hat, ist ja angesprochen worden. Es ging darum, diesen Artikel aus der Verfassung mit der führenden Rolle zu streichen. Es ging darum, die Staatssicherheit beim Namen zu nennen. Es ging darum, eine Demokratisierung auf den Weg zu bringen. Und das sind die Themen, die nach wie vor stehen und die aber mit einer kritischen Sicht auf den, wie es hieß, real existierenden Sozialismus zu tun haben. Und der wurde auch innerhalb der Partei zum Teil torpediert und unterlaufen. Danke. Anne, würdest du vielleicht auch noch darauf Bezug nehmen? Nochmal, wie schätzt du das ein, eher mit so einem Blick aus einer aktivistischen Linken heraus? Hat dieser Bruch stattgefunden? An welchen Stellen ist er stecken geblieben? Was sind vielleicht so Leerstellen, die man dringend nochmal angehen müsste? Also der Bruch hat nicht überall stattgefunden. Also es gibt ja genug ML-Gruppen und so weiter, auch die man auf Demos sieht, die dann ihre alten Zeitungen verkaufen und so weiter. Oftmals wollen sie auch Klassenkampf, aber es ist manchmal sehr skurril irgendwie und auch mit merkwürdigen Hintergründen und so weiter. Und ich merke, also Helle Panke kenne ich, also ich glaube, ich war einmal vor vielen Jahren und da hat es mir irgendwie gereicht. Also da waren auch so ein paar Altfunktionäre oder so und dann hat es mir gereicht. Aber ich glaube, wer Aufarbeitung macht, sind Ostberliner Historiker, also aus dem Bereich, aber auch Haus der Demokratie, also zum Beispiel Bernd Gerke, Renate Hürtgen und Telegraph und so weiter. Also das kommt eher so aus von Ostberlinern so. Aber so linke Szene, was ich so kenne, das hat mich ja so aufgeregt, dass da überhaupt gar keine Beschäftigung mehr damit ist. Da ist oftmals Ignoranz, also ich kenne ja auch so westlinke Szene teilweise, also eine Ignoranz. Und deswegen hatten wir zu 20 Jahren Mauerfall zuerst, so eine Veranstaltungsreihe. Also ich organisiere ja immer so Veranstaltungen, da hatten wir was zu 20 Jahren Mauerfall, das Begehren anders zu sein, politische und kulturelle Dissidenz von 68 bis zum Scheitern der DDR mit ganz vielen Veranstaltungen gemacht. Und dann war zum Beispiel im Berliner Cato, gibt es nicht mehr den Ort, da war ein großer Saal, der war total voll und es war so eine DDR-nostalgische Veranstaltung mit Inge Fied und einem NVA-Offizier, der ist, wie ich gesehen habe, in dieser kommunistischen Organisation. Und genau, die haben wirklich, was denn der sozialistische Charakter der DDR war und sehr nostalgisch irgendwie. Und es war, da waren ja auch Kritiker im Saal und es war eine total feindselige Stimmung irgendwie. Also ich hatte zum Beispiel nur das asozialen Gesetz da angesprochen, haben gesagt, ja, ist ja auch richtig so. Und also es war eine total feindselige, und das war auch so ein Anlass neben dieser Kommunismusdebatte, die mit Gesine Lötzsch irgendwie, das war ja, also Gesine Lötzsch hatte wohl, die hatte so eine Rede zum Kommunismus, Wege zum Kommunismus oder so. Und da hatte sie die Opfer des Stalinismus, also irgendwie zu würdigen, hatte sie rausgestrichen. Das hat der Spiegel dann lanciert und so weiter, gab es irgendwie in den Medien die Kommunismusdebatte. Und daraufhin hatten wir auch so eine Veranstaltungsreihe, auch mit ganz vielen Referenten. Und daraus ist ja dieser Sammelband Was tun mit Kommunismus entstanden. Das war für mich so ein inneres Bedürfnis. Ja, ich bin ja weder wissenschaftlich noch sonst wie tätig, aber es war so ein inneres Bedürfnis. Ich habe ja manchmal auch so erlebt, ich habe DDR kritisiert und dann werde ich gleich als Antikommunistin bezeichnet oder Ostdeutsche oder auch Übersiedler, was ich ja selber, ich hatte einen Ausreiseantrag, als Konsumidioten alle, also von Leuten, die selber privilegiert sind, die lange studiert haben, die bürgerliche Herkunft sind, die irgendwie viel verreist sind und so weiter, die ganze Welt gesehen haben oder so, die bezeichnen dann Ostdeutsche als Konsumidioten, ja? Also die auch nur irgendwie ein paar Wünsche hatten, vielleicht zu verreisen.
verreisen oder irgendwie sich auch mal was anderes oder eine Platte aus dem Westen oder aus von der Westband oder solche Sachen, ja. Also das ist für mich wirklich manchmal auch so eine, es ist so eine Klassenspaltung irgendwie, ne? Also ich habe die, ich habe Ostdeutschland sehr proletarisch wahrgenommen, so in dem Milieu, mit dem ich so zu tun hatte, ja. Und dann auf einmal war ich im Westen mit relativ mittel, also teilweise linke Szene ist ja auch sehr mittelschichtig mittlerweile und so weiter. Und dann so, also das hat auch was mit Klassismus zu tun manchmal. Auch dieses, alle Ostdeutschen sind dann auf einmal alle braun und so weiter. Also das sind also auch so ein Bashing irgendwie. Und also für mich war das ein inneres Bedürfnis, da was zu machen irgendwie. Und dann kam das mit der Rote Hilfe Zeitung, mit dieser Siegerjustiz irgendwie, wo die armen Funktionäre oder Grenzoffiziere und weiß ich was, ist ja kaum jemand in den Knast gekommen oder so, ja. Aber da wurden sie bedauert irgendwie, wie schlimm das doch wäre. Und daraufhin haben wir dann ja auch diese Broschüre, also Renate und Bernd und Thomas Klein und so weiter, dann gemacht irgendwie. Und die Rote Hilfe selbst hat dann auch noch ein anderes Thema, also auch noch was zur Repression gemacht, ne, irgendwie in der DDR. Genau. Ich würde ganz gerne bei dem gelebten Realsozialismus bleiben. Wenn der nämlich thematisiert wird, stoßen sicherlich einige gedanklich schnell auf die DDR, einige eher weniger oder versuchen zumindest es mehr zu hinterfragen. Die DDR selbst schrieb sich zumindest Sozialismus und Kommunismus auf die Fahne. Und Anne, du bist in der Ausführung der Selbsthilfegruppe Eides Kommunismus in Was tun mit Kommunismus auf eine Relativierung des Stalinismus im Vergleich mit dem Kapitalismus eingegangen. Mhm. Dabei kritisierst du bzw. ihr als Herausgeberin die Leugnung des repressiven Charakters der DDR gegenüber einer Bevölkerungsmehrheit, gegenüber vor allem auch linken und linksdenkenden Leuten. Mhm. Kannst du darauf noch mal etwas genauer eingehen? Ja. Ja, mein Anliegen ist vor allen Dingen, dass Menschen, also so geht es mir immer noch, Menschen, die anders sind, die politisch kritisch sind und so weiter, dass die irgendwie nicht zersetzt werden, also wie in der DDR, wo massenhafte Akten angelegt wurden, wo Leute bespitzelt wurden und so weiter, wo auch viele, gerade viele Republiksflüchtlinge und Ausreiseleute sind in den Knästen gewesen. Das wird auch ziemlich verschwiegen immer und das ist mein Anliegen sozusagen. Ja. Und wie kannst du mal? Ne? Genau. Ich fand es ganz spannend in der Ausführung, genau die Relativierung des Stalinismus im Vergleich mit dem mörderischen Kapitalismus, hattest du geschrieben? Hm. Oder hattet ihr geschrieben? Hm. Genau, ja. Ja, möchte ich jetzt weiter nichts, genau, vielleicht kannst du weiter. In Ordnung. Ja. Ja, na, ich könnte noch, oder ich würde gerne noch zu dem, was Anne hier ausgeführt hat, darauf hinweisen, dass ich die Autoren, die in der Bundesrepublik relevante Beiträge verfasst haben zu der Thematik, hatte ich ja genannt. Das Interessante ist, das sind auch keine klassischen Kommunisten oder Sozialisten, sondern das sind Leute, die aus den K-Gruppen hervorgegangen sind und die jetzt praktisch mit ihrer Geschichte abrechnen. Also Schlögel oder Köhn, die in den maoistischen und ML-Gruppen groß geworden sind, liefern heute die Standardliteratur. Mit Blick auf die Situation in den Ostländern sehe ich eine Fortsetzung dessen, was es zu Zeiten der DDR auf dem Gebiet der Belletristik, also der schönen geistigen Literatur, gegeben hat. Es sind auch heute Autoren wie Eugen Ruge oder Sergei Lochthofen oder Herkommer, die in der Literatur im Prinzip das auffangen und das diskutieren oder das zum Thema machen, das auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften oder der Gesellschaftswissenschaften leider nicht funktioniert. Und da hätte ich auch nur eine kritische Anmerkung zu dem Ei des Kommunismus, also das, was im Haus der Demokratie läuft und was dort die Leute von Bündnis 90 machen, die jetzt bei den Grünen sind.
erfasst auch nur einen kleinen Teil und einen Bruchteil. Und die Havemann-Gesellschaft oder der Basisdruckverlag, das sind Spiegelbilder dessen, was man also auch in der Linken mit dem Karl-Dietz-Verlag oder mit Zeitschriftenprojekten findet. Und hier, Schlusssatz, ist eine Kritik die, dass im Unterschied zum Westen, wenn ich mich nicht irre, die ostdeutschen linken Gruppierungen oder linken Bewegungen nicht zueinander gefunden haben. Die arbeiten nach wie vor getrennt und dümpeln vor sich hin und es kommt, glaube ich, nicht zu einem Zusammenschluss oder zu einer Kooperation oder zu einer Zusammenarbeit, die fruchtbar ist. Also da war Stichwort Demo eine ganz andere Situation, die heute in der Linken leider nicht mehr existiert, also nach meiner Wahrnehmung nicht mehr existiert. Man könnte meinen, dass gerade durch beispielsweise die DDR der Begriff Kommunismus oder die Vorstellung einer kommunistischen Gesellschaft relativ schlecht, eher autoritär besetzt ist. Und daraus stellt sich mir die Frage, ist Sozialismus, Kommunismus prinzipiell nur in Verbindung mit Repression überlebensfähig oder ist dieser Gedanke ein gefährlicher Trugschluss? Was kann getan werden gegen die Rhetorik? Utopie ist nur mittels Gewalt möglich und wie können wir die Utopie für eine kommunistische Gesellschaft stärken oder brauchen wir eine neue Diskussion darum, wie eine solidarische Gesellschaft aussehen kann bzw. muss? Bei Kommunismus bin ich mir immer, bei dem Begriff bin ich mir nicht sicher, ob der nicht, also durch die stalinistischen Verbrechen irgendwie, also es wird ja immer auf Kommunismus abgehoben, ob der nicht irgendwie politisch verbrannt ist oder so. Also ich plädiere eher, also ich meine, PDS sagt jetzt demokratischen Sozialismus, ich für so einen libertären Sozialismus, eher so einen freiheitlichen irgendwie. Und ich denke, also man kann nicht ein ganzes Volk zum Beispiel einmauern oder so, ja, und das wird ja immer noch gerechtfertigt von Leuten. Ja. Ich habe teilweise Diskussionen absurde, auch mit westdeutschen Linken, die mir erklären, ja, dass die Mauer eine Notwendigkeit war und so weiter. Also da bin ich besonders empfindlich irgendwie. Ne? Und Sozialismus muss attraktiv sein, sonst braucht man keinen Sozialismus irgendwie. Und mit Repression, also okay, wie man jetzt, man fragt sich ja dann, ja, wie kommt man denn übergangsweise in eine andere Gesellschaft? Also wir haben gerade überhaupt nicht die Macht oder so, um das zu machen. Aber ich finde, auch in unseren Kämpfen, wir führen ja meistens immer nur Abwehrkämpfe, auch im sozialen Bereich. Ne? Aber wir brauchen Alternativen. Und im sozialpolitischen Bereich wird ja mal das bedingungslose Grundeinkommen irgendwie gefordert oder haben wir lange Diskussionen gehabt. Im Mietenbereich, was ich sehr gut finde, das wäre 1990 gar nicht möglich gewesen, über Vergesellschaftung zu reden und dass da so ein Mietenvolksentscheid gewonnen wird oder so in Berlin irgendwie. Also solche Sachen. Und es gibt ja auch, es werden ja sozial-ökologische Transformationen diskutiert und so weiter. Also es gibt schon attraktive Alternativen. Ob jetzt unbedingt dieser Kommunismusbegriff und diese kommunistische Utopie sein muss, da frage ich mich irgendwie. Ne? Und gerade wenn sich die ganzen, diese Gruppen, kommunistische Organisation und kommunistischer Aufbau und wie sie alle heißen. Also ich habe mir auch von der kommunistischen Organisation da was angeguckt zur DDR und sie haben schon manche kritische Einsprengsel, aber also da wird, also für mich war DDR diese Gleichförmigkeit, ja, diese Uniformierung, diese gleichen Lebensverhältnisse, alle so gleich im Plattenbau und auf Arbeit, 8-3-Viertel-Stunden-Tag und so weiter. Das war ja jetzt, also ich war ja damals jung und das haben wir als Erstarrung wahrgenommen irgendwie. Ne? Also das Land ist ja total erstarrt und dann so eine Kreise da in der Regierung und so weiter. Wir wollten raus in die Welt, wir wollten irgendwie Freiräume und irgendwie das war eine Erstarrung irgendwie. Ne? Und da denke ich, wir brauchen einfach, wir müssen nach vorne gucken, aber wir müssen vergleichen auch. Wir müssen die Mängel des Realsozialismus, wir müssen auch auf, also Zukunft zu denken bedeutet auch die Vergangenheit irgendwie zu analysieren irgendwie. Und das fehlt mir in der linken Szene irgendwie. Also mir fehlt eigentlich beides. Mir fehlt in Berlin, ich kann ja nur von Berlin jetzt reden, mir fehlen sowohl diese alternativen Diskussionen oftmals, mir fehlen aber auch das irgendwie zurückzugucken,
ach, was war denn in der DDR? Da war eine Eigentumsordnung, aber warum ist die eigentlich so gescheitert? Ja? Also was ist denn da falsch gelaufen? Und das hätte man, und in Berlin ist, da ist West und Ost zusammengekommen. Ich hatte so eine Erwerbsloseninitiative, da haben wir mal so Ost-West-Gespräche gemacht, ne, so, und sind so die einzelnen Bereiche so durchgegangen irgendwie. Ne. Da hätte so viel Diskussion laufen können, und das ist alles, das hat ja fast nicht stattgefunden irgendwie. Also jedenfalls die Szene, die ich kenne irgendwie. Ne. Das hat einfach oftmals, diese Diskussionen haben nicht stattgefunden. Das ist so tragisch, ja. Und dass da jetzt irgendwie wieder sowas aufkommt irgendwie, dass da so autoritär gedacht wird oder so. Und das finde ich fatal irgendwie. Aber wäre ja dann nicht auch die Frage, ob das nicht eine jüngere Generation jetzt einfach auch anders machen kann. Also sowohl natürlich in den aktivistischen Bereichen als auch innerhalb der Partei und natürlich auch im wissenschaftlichen Kontext wie im aktivistischen. Aber ich würde gern an der Stelle angesichts der fortgeschrittenen Zeit für das Publikum öffnen. Die Aufzeichnung wird an der Stelle beendet. Die Aufzeichnung wird an der Stelle beendet.